Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir sind an den Ruinen angekommen, bei der Quest Schöpfers Ende. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch die Folge ein bisschen gefällt. Lasst mir doch zum Schluss ein Like, dann Kommentar oder auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt aber genug gequasselt hier. Auf geht's in die Quest. Genau da, wo er gesagt hat. Oh, kann ich das nicht nehmen? Seilwerfer, cool. Habe ich noch gar nicht so eine Waffe. Keine schlechte Aus. Da werde ich mir die gleich mal reinlegen, würde ich sagen. Stolperfalle, Seilwerfer. Okay. Auswählen. Das mal rein. Wie kann ich die jetzt? Kann ich die jetzt reinlegen? Hä? Ach, Inventar, Waffen, Seilwerfer. Gucken wir doch mal da rein. Und ich wollte hier noch was ablegen. Legen wir mal das ab. Wird zum Einsatz kommen. Ich würde mir schon das hier mitnehmen. Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Oh, verdammt! Okay, begib dich zu den Ruinen. So, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Hier mal durch. Boah, das sieht geil aus. Das sind irgendwie so alte Hochhäuser gewesen oder sowas. Geil. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Das muss schon tausende Jahre her sein, wenn hier alles so verfallen ist, dass nun praktisch nur noch das Gerüst steht. Wahnsinn. Okay, ist das ein Gegner? Feindlich. Kulturscharfschütze. Na komm. Okay, haben wir doch gut getroffen. Wir scannen nochmal. Knipse, wie er gesagt hat. Verdorbene Wächter. Als Wachposten. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Okay, ich glaube, die müsste ich arbeiten aber. Arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Muss ich aber kriegen können. Komm her jetzt, Papa, komm her. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden anlocken können. Ne, okay. Gehen wir weiter vor. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Alten, vergraben in der Erde. Ich glaube, so weit wird er wahrscheinlich nicht kommen. Oder? Moment, wen hat es da erwischt? Okay, die Wächter kommen schon wieder. Gehen wir ein bisschen vor. Sie ist verschwunden. Altes
ausgraben. Langweilige Arbeit, keine Gefahr. Da vermisst man auch das überhaupt. Die Augen offen halten. Endlose Jagd. Nein, das bin ich mal. Ich werde tun, was ich tun muss. Na, das war schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich bin aus dem Gras gehüpft und der sieht mich nicht mal. Okay, bei mir kann es recht sein. Aber die KI scheint hier nicht so schlau zu sein. So, wo sind hier noch Gegner? Da ist ein Wächter, Verdorbener. Könnt ihr vielleicht von der... von hier, warte mal. Könnte ich den vielleicht hier anlocken? Komm wieder zu Papa, komm. Ist schon sehr nice mit dem Tarnkill, also da kann man schon viele Nerven sparen. So, schaut es jetzt hier aus? Ist hier noch irgendwas? Man scheint sauber zu sein. Okay, würde ich sagen, gehen wir da weiter. Weiter zu den Ruinen. Das ist ein Mensch. Geht aber nicht, kann nicht anwählen. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Was denn das für Video hinten schon wieder? Nein. So blöd, Andi. Na, komm her. Wenn du nicht zu Papa kommst, kommt Papa zu dir, würde ich sagen. Was ist denn das hier? Was brauchen wir da? Fesselseil. Müssen wir echt mal ausprobieren. Und zwar bei dem. Aber erst schauen, ob wir noch irgendwo... Ah, da sind noch welche. Ich die erstmal noch kille. Treffe ich den von hier? Okay, dann treffe ich sogar. Sehr gut.
Boah. Mei, was ist denn jetzt? Okay, dann gehen wir mal runter. Komm her. Und renn mir ja nicht weg jetzt. Kidoki. Verderber. Schauen wir, ob ich den anlocken kann, da den komischen Wächter da hinten. Das hier ist kein Ort für mich. Dunkel, kalt, vergraben in Gefahren. Ich möchte eigentlich das ganze Lager erstmal einigermaßen clearen, bevor ich gegen den. Nein, da muss ich so machen, oder was? Komm her jetzt, komm. Haben wir den noch und einen Krieger noch anscheinend. Das muss es dann gewesen sein. Den müsste ich eigentlich so kriegen mit dem Bogen. Okay. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Den probieren wir jetzt mit dem Seilwerfer. Da wurde wohl jemand über... Scheiße wieder. Zu hoch. Wo sind andere vier jetzt hin? Warte mal, jetzt anders. Ich glaube, dass es mit dem besser geht. Ja.
Alter. Eieiei, die ist gar nicht so leicht. Okay, müssen wir irgendwie anders machen? Wie machen wir denn den? Ich müsste mal schauen, ob ich den blöden Schwanz wegschießen kann. Oh, sag jetzt nicht, wir müssen jetzt nochmal alles machen. Nein! Diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Jetzt komm her. Komplett vermeiden, dass der jetzt hierher kommt. Verderber. Das könnte schwierig werden. Ich komme ja auch nicht raus, gell?
jetzt hier irgendwie durchrennen? Irgendwie anders machen. Runter, der Hund. Der resettet immer. Okay, dann machen wir das so. Ja, da dürfte dann nicht mehr viel gehen, wenn ja alles seine blöden Waffen da weggeschossen sind. Mal schauen, dass wir den blöden Schwanz wegschießen. Sie sehen dich nicht. Hat er mir wirklich nicht getroffen? Okay, bald ist er down. Schweres Unterfangen. Das hier ist kein Ort.
Sie haben einen Tod, kalt, beim alten und das Graben im gefrorenen Boden wird sich nicht so leicht in der Sonne fallen lassen. So, weiter geht's. Gar nicht so leicht gewesen. Da muss man irgendwie eine bestimmte andere Taktik geben oder so. Der braucht stärkere Waffen oder sowas. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Nee, brauchst du nicht. Post ist auch wieder. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber an den Viechern vorbei. Viecher. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Oh, die muss da hinten hin, oder? Okay, dann holen wir uns die blöden Wächter noch. Ah. Den kriegen wir, würde ich sagen. Man, nimm's doch. Müsste noch einer da sein. Machen wir uns auch noch schnell down. Na komm. Alter Schlingel. Okay. Den wissen wir. Ja, da wollte ich nicht hinschießen. Da wollte ich hinschießen. Und da ist eine Kiste, die nehmen wir uns auch noch mit. Man hier ausgegraben. So, Munition ist voll. Schauen wir mal, ob überhaupt nichts sieht hier. Sehr, sehr dunkel gerade. Hä? Muss ich hoch oder was? Schneesturm hier. Das hört sich irgendwie nach ganz, nach was ganz Großem an. Eine Explosion. Ich hoffe mal, dass man hier speichern kann irgendwann. Hier ein Speicherpunkt. So. Noch eine Explosion. Oder die graben hier wirklich irgendwas aus. Irgendwas, was sie zum Leben erwecken wollen oder sowas. Ich würde sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Und fertig. What the fuck? Ach du Scheiße, erledige die Kultisten und den Todbringer. Bald ist der Funktionsstil. Noch ein Todbringer an unserer Seite.
muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Wie soll ich denn den killen? Ich hab fast keine Medizin mehr. Ich will nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Müsste mal schauen, ob ich die denn... mit einem Kopfschuss killen kann. Ein von uns hat's vielleicht erwischt. Was ich jetzt einzeln rausziehe. Hier liegt einer. Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Eine Leiche. Die den killen, das kann mir schon erklären. Irgendwie den sein Scheißzeug hier runterballern. Wildtierkill, was? Jetzt habe ich die falsche Pfeile. Okay. Mal trotzdem mal voll machen. Ich habe ja noch... Schießen hier auf mich. Ey, kann ich es mir herstellen? Gut. Okay, ich habe bloß noch einen Pfeil übrig. Okay. Muss ich fast hier rumgehen? Okay, mit dem geht's besser. Gut so.
füll mir noch ein bisschen auf. Trinke hätte ich auch noch, wenn's wäre. Okay. Let's fetz, es ging doch. Jetzt haben wir uns hier. Du musst auch alles mitbringen. Lebt hier noch was? Das ist anscheinend noch nicht abgeschlossen. Hinten ist noch einer. Müsst ihr noch holen. Okay. Gut, Quest abgeschlossen, Leute. Geschafft. So. Die Dinger haben es in sich. Plünder war ein Offizier. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Alles klar. Na, ja, das ging jetzt echt gut, weil ich mich hier hinten verstecken konnte. Sonst, glaube ich, wäre das nicht so reibungslos abgelaufen. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. What the fuck? Okay, der hat sich zerstört. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Nee. Es wird immer merkwürdiger. Du musst irgendwie in den Turm kommen. So, ich werde jetzt aber schnell was rausschmeißen. Das Grüne nimmt eh keiner her. Müssen wir mal schauen bei den Händlern, ob ich das verkaufen kann. Das weiß ich nämlich gar nicht so genau. Sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Identiscan wird durchgeführt. Oh, so jetzt schon wieder. Lass mich raten, 99,47%? Yep. Zugang verweigert. Oh. Genetisches Profil bestätigt. What the fuck? Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Geil. Bunker entdeckt. Suche nach Informationen über Elisabeth Sobeck. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Okay. Ein Speicherpunkt wäre mal nice, Leute. Dr. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Ferrer. Bitte in den 34. Stock. Was? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? So, wo jetzt denn hin hier überhaupt? Die 34. Stock, oder was?
Ich spannend, ob irgendwelche Maschinen drin sind oder sowas. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der Auf. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich glaube, das ist ihnen zu Verhängnis geworden. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Als könnte ich hier hochklettern. Da muss ich hoch, oder was? Ganz in Tomb Raider-Manier hier. Nur mit dir, komm. Ey, Leute. Oh, geschafft. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Sobek macht es mir nicht leicht. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. So, mal weiter, Eloy. Funktioniert doch. Ja, Baby. Hoch mit dir. Der Frost schnitt mir die Kehle zu. Wow, da geht's ganz schön tief runter. Wow. Scheint ja nicht mehr weit zu sein. Na komm. Hä? Muss ich rein oder was? Ah ne, da ist ein Kletterpunkt. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Kiste. Aber keine Maschinen in Sicht. Könnte auch sein. Naja, okay, jetzt sind wir wieder im Bunker. Inneren. Ja, aber jetzt sind hoch, oder? Oh. Runter, oder? Ne, ich muss hoch, okay. Ja, also klar, 34. Stock. Ja, wir natürlich alles voll erklimmen müssen.
Okay, hier geht's nicht weiter hoch, oder? Muss ich denn hier hoch überhaupt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin schon zu weit, gell? Na komm. Nein, ich glaube, ich bin schon zu weit. Oder? Nee, doch nicht. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Ich glaube, dass der kleine Boss kommt, okay, oder sowas. Geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Suche in Fares Büro nach Informationen zu Sobek. Okay, dann schauen wir doch mal unseren Fokus. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Okay, scanne den Datenpunkt. Dann scannen wir den doch mal. Aufzeichnung Eintragsdatum 2065. Lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Killer. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Okay. Ted Farrow hat Elizabeth Sobek hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Dann scheint die Wächter... Ja, fehlerhaft gewesen. Vielleicht haben die dann irgendwie was übernommen. Scannen wir nochmal. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Okay. Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Die Menschheit hat sich praktisch selbst ausgerottet, indem sie Maschinen entwickelt haben, die sie nicht kontrollieren konnten. Und wenn die mit der Biomasse angetrieben werden, heißt das ja für mich eigentlich, sie ernähren sich von Menschen und das ist praktisch den ihr Lebenssaft, sag ich mal.
Okay. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Das würde ich auch mal gerne wissen. Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Boah. Geht's denn hier hin? Okay, verlasse die Ruine. Können wir das jetzt gleich per... Nee, per Port können wir das nicht machen. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche. Und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, oh, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Silence. Und wie wäre es jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Wenn du so klug bist, warum weißt du dann so wenig, nachdem du so lange im Dreck gewühlt hast? Ich kann nichts dafür, wenn du nichts drauf hast. Ich habe in den Ruinen nach Elisabeth Sobek gesucht. Nicht wegen der Dinge, die damals passiert sind, sondern weil es Leute gibt, die mich töten wollen. Heute! Ich habe größere Probleme als diesen Mist von dir. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es inzwischen vom Jammern zu einem Wutanfall gebracht. Elisabeth wäre bestimmt stolz. Du musst dich zusammenreißen und endlich klar denken. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Vielleicht ist sie eine Art Klon oder sowas. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah?
Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Logo. Ja, natürlich. Logo, bin ich bereit. Und warum stehst du dann noch hier? Du bist unerträglich, weißt du das? Machen wir weiter. Elizabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Okay, ist diese Quest ja abgeschlossen? Da wird es immerhin wesentlich schneller gehen als... Geh rauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Ist ja doch schon fast eine Stunde. Mann. Richtig packendes Spiel. Normalerweise nehme ich nicht so lange auf, so eine lange Folge, aber ich wollte es jetzt nicht unter der Quest abbrechen, weil es einfach zu spannend war. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like freuen, über einen Kommentar oder auch über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, ob wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Ich denke aber schon. Genau, und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.